ein besonderes Geburtstagskind und ein ganz besonderer Blick über Köln. Wir gucken gleich vom Dach des Kolonius über unsere Stadt und wir feiern ihn, unseren Kölner Fernmeldeturm, denn er wird jetzt 40 Jahre alt. Normalerweise ist es ja nicht mehr möglich, da hochzufahren. Die Zeiten der Aussichtsplattform und des Restaurants sind lange vorbei. Aber jetzt zum runden Kolonius-Geburtstag durften wir doch noch mal ganz nach oben. Er ist Kölns höchstes Wahrzeichen, ein Turm der Superlative seit 1981. Genauso alt wie der Riese aus Beton ist Benedikt Albers, der war als Kind schon echter Kolonius-Fan. Also in erster Linie bin ich natürlich Kölner und habe eine sehr emotionale Bindung zu dem Turm. Ich habe früher zu Studentenzeiten hier schon am Fuß des Turms Fußball gespielt und der Turm gehört für mich zum Stadtbild genauso dazu wie der Dom. Inzwischen ist er bei der Funkturm AG, kümmert sich um rund 500 Fernsehtürme in ganz Deutschland. Das Schönste an seinem Job ist, dass er ab und zu mal hoch darf. Heute nimmt er uns mit. Es ist mal wieder ein tolles Gefühl, einfach weil ich weiß, welcher Anblick uns gleich erwarten wird. Der Aufzug fährt 4 Meter pro Sekunde. Dem einen oder anderen wird schon mal ein bisschen schwummrig hier drin, mir aber zum Glück nicht. BesucherInnen waren vor über 20 Jahren das letzte Mal hier. Seitdem ist der Turm verwaist. Die Erinnerungen an seine Bauphase längst verblichen. 202 Meter Beton. Grundelement für Kolonius, den 35 Millionen Mark teuren neuen Kölner Fernmeldeturm. Noch ist er nicht vollendet, es fehlen rund 40 Meter. Bevor es aufs Dach geht, zeigt uns Benedikt Albers den Technikraum. Auch hier findet er immer wieder Relikte aus den frühen 80ern. Das Spannende an dem Kolonius ist, als er damals gebaut wurde vor 40 Jahren, da hat noch niemand an so aktuelle Dienste wie Mobilfunk beispielsweise gedacht. Da sah es hier oben auch noch anders aus. Die Technik war viel größer, war ineffizienter im Vergleich zu heute. Heute wird alles kleiner, es braucht weniger Platz. Alte Technik geht, neue Technik kommt. Heute ist der Kolonius das schlagende Herz der Stadt. Ohne ihn gäbe es kein Radio oder Fernsehen und auch die Funktechnik der KVB wird von hier oben gesteuert. Wir sind jetzt kurz davor, aufs Dach vom Kolonius zu gehen, in 180 Meter Höhe. Das ist in der Regel sehr, sehr windig. Und zwar zu windig, als dass man die Tür von Hand aufmachen kann. Deswegen gibt es hier diese Hydrauliktür. Und die führt zum vielleicht schönsten Blick auf Köln. Das ist meine absolute Lieblingsstelle, weil man hier einen wunderbaren Blick auf den Dom hat, auf die Altstadt hat und das von einer ganz besonderen Perspektive. Sonst kennt man es ja nur vom Dom aus oder vom LVR-Hochhaus. Aber hier hat man eigentlich einen einzigartigen Blick über Köln. Jetzt zum 40. Geburtstag wird die Antennenplattform saniert. Und auch 2 Stockwerke tiefer sieht es eher nach Umbau aus. Leider schon seit Jahrzehnten. Hier war mal das Restaurant. Es ist tatsächlich eine Zeitreise ungefähr 40 Jahre zurück. Und vor 40 Jahren, als der Turm aufgemacht hat für die Besucherinnen und Besucher, da ist man hier aus den Auszügen, die hier hinter mir stehen, rausgekommen, ist dann die paar Meter nach vorne gegangen. Hier, wo wir jetzt stehen, ist der sogenannte Drehkranz. Dort haben sich Tische befunden. Dieser Bereich hat sich gedreht und man hatte ungefähr eine Stunde Zeit zu essen und hat einen 360-Grad-Blick um Köln gehabt. Zum Jubiläum gibt's endlich wieder Kuchen, zumindest für Frau Reker und den Funkturmchef. Die Wiederbelebung für alle war bisher zu teuer. Bis zu 40 Millionen Euro könnte sie kosten. Im Moment überlegen wir, ob er unter Denkmalschutz gestellt werden sollte oder nicht. Das Verfahren läuft. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass hier viele diesen Ausblick genießen können. Es gibt ein paar Aktivitäten und Ideen, den Turm wieder öffentlich zugänglich zu machen. Da arbeiten wir eng mit der Stadt Köln zusammen. Es ist noch ein bisschen früh, etwas Genaues darüber zu sagen, aber wir sind zuversichtlich, dass es hier positive Entwicklungen gibt. Vielleicht können wir also zum 50. Geburtstag wieder hier oben sitzen mit diesem traumhaft schönen Ausblick.